Und weiter geht es. Also, was ist wo? Rechts unten bei der Leiste, bei der man. Ah, ist wieder zwei Quests. Ganz klein HRT für Hermetika lesen kann, dann S10 für Stufe 10, dann die Erfahrungspunkte, die wir haben und halt dann, was nehme ich? Achso, ah ja, Hermetiker, Beschwörer, Gelehrter. Diese drei Klassen nur können das Item benutzen, andere nicht. Es gibt auch die, also hier zum Beispiel Marodeur und Krieger, dann nur das, es ist dann halt immer die Grundklasse und die Folgeklasse. Beim Hermetiker sind halt Beschwörer und Gelehrter als Folgeklassen. Wenn nur ein Krieger dasteht, oder Magier, ist es halt die jeweilige Kategorie, die es benutzen kann. Das ist alle magischen oder alle kriegerischen Klassen, beziehungsweise für Krieger, da zählt auch DD, ne? DD zählt auch als Krieger, das heißt alle physischen, eigentlich müsste da physisch und magisch stehen, naja. Krieger ist nämlich ein bisschen blöd, weil es eben auch die. K Es gibt jetzt wieder eine Schokobo-Verleiherin. Wie heißt es denn dann im Englischen? Ich meine, Warrior heißt ja dann der Krieger. Fighter. Dann hätten es eigentlich mit Kämpfer übersetzen müssen. Kämpfer und Magier. Es ist halt immer wieder irritierend, weil, hör, ich bin doch Krieger, warum kann ich da. Zum Beispiel, ja, genau. Okay, also nochmal, Hermetika, S10 und wir sind gleich hier, haben wir das Level Up erreicht. Der Balken ist fast voll. Und links steht halt, was wir haben, unten und hinter dem Backslash, dem Querstrich. Dann, was wir brauchen, also wie viel insgesamt. Das bedeutet jetzt, wie viel wir insgesamt verdient haben müssen an Erfahrungspunkten, nicht nur auf dem Level. Man sieht es jetzt auch, wenn wir gleich das Level überschreiten, dass wir da macht. Genau. Jetzt müssen wir 15.600 erreichen und haben davon immerhin schon mal ein bisschen etwas geschafft. So. Was gibt es noch? Direkt da drüber, ganz rechts am Rand, also rechts unten. Yes. Haben wir die aktuellen Gil. Wohlgemerkt nur die Gil, die wir in unserer eigenen Tasche haben. Das Geld der Gehilfen ist nicht mit drin. Das sollte man be bedenken, wenn man was über den Gehilfen verkauft, dass man unbedingt auch mal reingucken sollte und ab und zu mal das Geld abhebt. Ich bin nämlich davon ausgegangen, dass es automatisch in die eigene Tasche wandert und dass die Gehilfen kein eigenes Portemonnaie haben. War ein schwerer Fehler. Ich war ziemlich lange ziemlich arm und wusste nicht warum. Und ich jetzt hier, ja, sollte nicht so viel. Eigentlich muss ich trotzdem reden. Sonst macht's ja keinen Spaß. So. Ja, jedenfalls hatte ich das schöne Phänomen, dass ich vermeintlich die ersten. Was? Ja. Nee, das ist schon draußen. Dass ich vermeintlich die ersten Monate im Spiel pleite war. Und zwar richtig scheiße. Das viele. Vermeintlich pleite war, da ich ja ordentlich was über die Gehilfen verkauft hatte. Ich war am Anfang ziemlich angeln. Das Geld gibt zwar nicht so viel, aber es summiert sich. Und auf einmal wurde mir halt so gesagt. Sag mal, hast du eigentlich mal auf deine Gehilfen nachgeschaut? Ja, nö. Wieso? Wird das Geld denn nicht automatisch auch mal. Nö, das haben die. Oh. Und dann waren da. Damals war es noch viel, viel Geld. Waren da ungefähr 1,5 Millionen Gil drin. Und ich hatte immer nur so. Naja, vielleicht 15.000 oder sowas. Weil ich halt wirklich nur das in der eigenen Tasche hatte, was ich durch Quests bekommen habe und ich brauchte damals halt ein bisschen Geld, um meine Reliktwaffe zu machen. Um die Sachen dafür zusammen zu kaufen, zum Beispiel die Materia und da habe ich damals noch von, ich nenne es einfach mal, weil es war einfach ein netter Spieler, Sinfonia Melodin, glaube ich, mir 20.000 ausgeborgt, die er, glaube ich, niemals wieder bekommen hat, weil er dann schon wieder weg war. Oh, ja, hat mir dann halt im Nachhinein halt sinnloserweise Geld borgen müssen, weil ich sonst meine Reliktwaffe nicht hätte machen können, die damals stärkste Waffe, die Level 90er.
noch war. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ein paar Sachen sind etwas falsch gelaufen, also anders als gedacht, was die Waffen angeht. Zum Beispiel gab es ja zuallererst, oh verdammt, egal, zuallererst die Reliktwaffen, die man irgendwann mit Steine wöchentliche zusammenfarmen konnte. Und dann später wurde der Kristallturm nee, also erst wurde Bahamut eingeführt, der erste Raid, Bahamut 1, so sagen die ersten fünf. Da hat man das Level 80er Equipment bekommen. Nee. Ja, dafür hat man, glaube ich, auch Equipment bekommen. Ich weiß leider gerade nicht welches. Man konnte dann halt so mühselig 90er Equipment kriegen, aber das hat durch das Wochencap ja halt ein paar Wochen gedauert. Ja, ich bin hinter dir. Und dann haben sie erst nach Bahamut. Haben sie. Wie kommt man hier runter? Springen. Nee, geht nicht. Glaube ich nicht. Haben sie erst nach Bahamut mit dem nächsten Patch, nämlich den Kristallturm eingeführt, in dem man Level 80er Equipment bekommen hat. Eigentlich sollte dieses Level 80er Equipment einen vorbereiten auf Bahamut, dass man da besseres Equipment hat, aber sie haben Bahamut vorher eingeführt irgendwie und dadurch war die Reihenfolge anders als gedacht. Aus irgendeinem Grund haben sie die halt Bahamut vorm Kristallturm fertig bekommen, dann haben die das so rum rausgehauen. Naja gut, war eben so, war eigentlich nicht geplant, ist aber so passiert, war halt ein bisschen blödsinnig, weil dadurch war das Equipment, was da im Kristallturm, nee, was man in Bahamut bekommen hat, dann nicht mehr so wichtig. Oder andersrum? Was man im Kristallturm. Ja, richtig, genau. Es hat sich nicht so gelohnt. Trotzdem haben wir es, glaube ich, oft gemacht. Warum, weiß ich nicht mehr. Es gab, glaube ich, ziemlich viele. Nee. Ja, es war halt echt schön. Ja. Ich glaube, ich habe auch mein Teil irgendwann so bekommen, aber nicht die komplette Ausrüstung für den Weißmagier. Das leider nicht. Wow, die Gegner sind schon Level 13, wir sind Level 11 erst. Jo. Das ist jetzt heftig. Ja, also wie gesagt, das ist bis heute immer noch einer der schönsten Equipment-Sets, die aus dem Kristallturm. Sehr schön. Natürlich war der Kristallturm, er hat auch echt Spaß gemacht. Ich muss sagen, es war so der liebste Inhalt, den ich hier gemacht habe. Auch einer der längsten leider. Und heutzutage kriegt man, glaube ich, nicht mehr so eine Gruppe dafür. Es gibt ja auch inzwischen längst Kristallturm 2 und 3 und auch den Folge-Kristallturm, die Nichtsarche. Ist halt ein bisschen das Blöde, je mehr Inhalte es gibt, desto mehr teilt sich das auf. Und dann werden halt nicht mehr alle so gut abgedeckt, dass du sofort reinkommst. Mit den wöchentlichen, oder? Ah, ja, da musste man einmal in der Woche das, glaube ich, machen, ne? Oh, das können wir doch gar nicht anziehen. Wenn etwas tragbar ist, aber es vom Level her noch nicht tragbar ist, aber du kannst es potenziell anziehen, dann steht Abstufe so und so und das in gelber Schrift da. Wenn es in roter Schrift da steht, kannst du es vergessen, du kannst es nicht tragen. Wenn es in grün da steht, brauchst du gar nicht nachzugucken, das kannst du einfach anziehen. Also du kannst es tragen, du solltest, also man sollte natürlich trotzdem nachgucken, dass die Werte stimmen. Ja, nicht das. Also ich könnte auch potenziell hier rumlaufen mit Handwerker-Equipment, mit HP drauf und SP-Werten und ich habe die anderen Werte da vergessen. Kunstfertigkeit und Kontrolle und so weiter, ja? Ah ja, ich kann es mal demonstrieren. Genau. Kunstfertigkeit und Kontrolle, das sind die beiden ausschlaggebenden Werte für Handwerker. Andere gibt es bis heute nicht. Dann gibt es halt noch die Handwerkerpunkte, die sind halt dafür da, wie die Mana-Punkte, dass man da halt eine gewisse Menge braucht, um einen gewissen Erfolg zu erzielen, um so und so viele Fähigkeiten einsetzen zu können, die halt mehr Handwerkspunkte kosten. Bei den Sammlern ist es halt genauso. Es gibt dann die SP, die Sammlerpunkte. An Werten gibt es Wahrnehmung und
Bei den Sammlern. Sammelgeschick, genau. Ich vergesse jedes Mal, was wofür gut ist. Oh, das können wir wieder tragen. Okay. Warte mal, ist das eine nicht nur, du kannst ja potenziell schon abbauen, aber du kannst die Gegenstände halt nicht sehen, wenn sie einen zu niedrigen Wert haben. Das heißt, die Stelle kannst du schon, nee, warte mal, die Stelle kannst du auch erst wahrnehmen, wenn du das, nee, wenn du das Level erreichst. Das hat nichts dann zu tun. Oh, ja, was mir gerade aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du das umstellen musst, ich weiß nicht, wie das am PC ist, aber es kann spätestens, wenn man Heiler spielt, ordentlich praktisch sein, wenn man eine gewisse Funktion im Menü ausstellt, und zwar die, dass man sich beim Casten immer zum Gegner hinwendet. Das bedeutet nämlich auch, was denn? Ja, okay. Auch schade. Gut, ich dachte eigentlich, das wäre. Ist. Hoffen wir es mal. Okay. Ja, aber beim Heiler ist es wiederum, also es war manchmal halt echt ein bisschen erleichternd, weil du... Ja, okay. Als wir nämlich damals mal, da war das noch anspruchsvoll und meine Gruppe war so schlecht, also deswegen war es nochmal anspruchsvoller. Ich nenne jetzt keine Namen, aber ich kann einfach von den Erfahrungen berichten, das geht schon in Ordnung. Ja, T1 gemacht haben, also Turn 1 oder auch Coil 1, ich weiß nicht mehr, woher der Begriff Coil jetzt eingestammt. Von Keulen, oder? Ist Coil dann sowas wie, was war Coil? Ach so, die verschlungenen Schatten, die verschlungenen Pfade oder verschlungenen Schatten von Bahamut. Okay, deswegen Keul verschlungen und deswegen waren wir dann waren wir dann halt Keulen. Kommt in Deutsch, natürlich. Oh, komm, wir spielen ein bisschen Final Fantasy, gehen wir ein bisschen Keulen. Was macht ihr? Ja, wir Keulen. Okay. Wir Keulen Bahamut. Wen? Ich kann verstehen, warum das zu Verwirrung führen kann. Also jedenfalls Coil oder T1 bis 5, je nachdem. Und ja, achso, ja. Und da war es halt so, dass ich die Gruppe ein bisschen aufteilen musste in die Fernkämpfer und die Nahkämpfer oder sowas, weil die Fernkämpfer dann die Schleime, die auftauchten, schnell kleinkriegen mussten, bevor sie zu ihr kamen und sie dann gefressen hat und sie sich damit hochheilen konnte, wobei sie auch so und so viele fressen musste, um Stacks zu verlieren. Wenn sie nämlich zu viele Stacks hatte, machte sie zu viel Schaden und das war böse, ganz böse. Jedenfalls war die Gruppe ja dann aufgeteilt in zwei verschiedene Seiten und natürlich hat sich der eine Heiler meistens auf den einen Part der Achtergruppe konzentriert, der andere auf den anderen, aber man kann auch gucken, dass man hier und da ein bisschen aushilft, wenn einer dann doch mal ein bisschen verpatzt oder zufälligerweise keine Mana mehr hat, kann der andere ja ein bisschen aushelfen. Jedenfalls musste ich mich dann halt ständig drehen in quasi alle Himmelsrichtungen. Ja, ich habe hier oben keine Quests mehr. Das ist eine gute Frage, das versuche ich mal. Dann habe ich es bestimmt erst recht nicht gemacht. Dann mit dem Ätheriten dann antatschen. Nein, bestimmt nicht. Coil. Oh ja. Oh ja.
Ja, es ist ein Phänomen, das bestimmt auch spielübergreifend ist. Ich glaube, dass es in anderen MMORPGs genauso ist. Diejenigen, die am lautesten erklären, wie du deine Klasse spielen musst, haben am wenigsten Ahnung. Und hier haben sie so, man hat ja das Mentorensystem, das soll eigentlich solchen Pflänzchen wie uns, ne, das Pflänzchen neben dem Namen, seht ihr ja, dass solchen Pflänzchen, solchen Anfängern, sollen die Mentoren eigentlich helfen. Dafür gibt es einen eigenen Chat. Dafür kriegen Mentoren und Anfänger, glaube ich, beide Erfahrung, also Routine-Boni, wenn sie in einer Gruppe zusammen Inhalte machen. Das soll halt dafür da sein, damit die Mentoren den Anfängern das Spielen beibringen. Sie haben zwar hier auch Tutorials überall eingefügt, nochmal extra, damit du ordentlich spielen lernst, was die Leute irgendwie immer noch nicht können, trotz der Tutorials. Aber wie gesagt, das Mentorensystem haben sie auch noch eingeführt und das soll, war eben dafür gedacht, dass die Spieler, die halt mehr Ahnung von ihren Klassen haben, den Frischlingen, den Neulingen beibringen können, wie sie ihre Klasse spielen oder sowas, oder wie sie das Spiel spielen, dass sie ihnen helfen. Das finde ich ja ganz nett. Hä, wann habe ich das verloren? Oh. Das ist ein bisschen blöd, die Pets verschwinden ab und zu. Bleiben sie hartnäckig am Gegner. Das ist bei Chocobos aber auch so, wenn du die nicht. Ich glaube, wir müssen hier runter, kann das sein? Da den Steg lang? Oder oben? Nee, hier unten. Da kommt man fast nie nicht hin. Hier ist eine versteckte Angelstelle, aber ansonsten, naja. Achso, ich splitte mal wieder das Video, beziehungsweise machen wahrscheinlich nicht mehr so lange. Bis gleich.